Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Kleines, ganz kurzes Video heute. Savu, die senken die Preise. Ja, ihr habt richtig gehört, die senken die Preise. Wir hatten ja bisher die 200 Gramm mit der alten Banderole für 17,90, die neue für 24,90. Die Jungs und Mädels von Savu haben jetzt allerdings eine neue Maschine, oder neue Maschinen, besser gesagt, wodurch sie die Herstellung optimieren können. Und somit kostet der Tabak, also auch der Bero Mint, der Raspberry und so weiter, die ganzen neuen Sorten, ab jetzt mit der ganz neuen Banderole dann, wenn die mittlere Banderole quasi abverkauft ist, 19,90 Euro für 200 Gramm. Das finde ich einfach mal mega cool. Also an der Stelle definitiv Daumen hoch, liebes Savu-Team. Das ist einfach mal sehr, sehr cool. Somit sind sie jetzt nach der Steuererhöhung quasi einer der günstigsten Hersteller auf dem Markt. Um das mal gerade so einzukreisen, Kismet liegt noch auf 19,90. Die 7 Days Tabaks, die liegen jetzt mit der neuen Banderole bei 19,90, also von 14,90 auf 19,90, 5 Euro hoch. Hier ist immer 2 Euro hoch. Bei Must-Have sind es, glaube ich, von 22,90 auf 26,90, also 4 Euro hoch. Bei ganz vielen anderen Herstellern weiß ich es jetzt gerade tatsächlich gar nicht aus dem Kopf, aber ne, also im Schnitt sind es immer so 4 Euro. Und Savu, wie gesagt, jetzt dann nur noch 2 Euro höher nach der Erhöhung und 5 Euro günstiger als nach der ersten Erhöhung. Daher also wirklich Daumen hoch, Savu, das finde ich definitiv cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, das war schon mit dem Video. Lasst gerne Like und Abo da und aktiviert die Glocke. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, habt Spaß, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Ciao.